Ich bin der Tim Fuchsloch, Servicetechniker bei NESS Wärmetechnik, und ich habe euch heute mit bei Roseburg in South Carolina in den USA. Und wir machen heute hier eine Anlagenwartung von der Thermalölanlage. Die haben wir vor 3 Jahren hierhin verkauft und in Betrieb genommen. Und wir kommen jetzt einmal im Jahr, immer ungefähr um dieselbe Zeit im Winter, für die alljährliche Sicherheitsüberprüfung sowie die alljährliche Wartung, die ich mit dem Betreiberpersonal dann zusammen durchführe. Wir haben heute die Sicherheitseinweisungen gemacht, die wir jedes Jahr wieder auffrischen müssen. Das sind die Regeln bei den Kunden hier. Wir tun heute anfangen, den Brennerkopf auszubauen. Dann tun wir die Pumpenkupplungen alles ausbauen. Wir tun alles erstmal aussichern mit Schlössern, weil Safety First ist hier in Amerika auch sehr, sehr stark gemacht und wird sehr stark gelebt. Wenn die Anlage ein bisschen runtergekühlt ist, müssen wir schauen, wie weit wir runterkommen mit der Temperatur heute schon, ob wir schon eine innere Prüfung, Sichtprüfung machen können von der Ausmauerung und von den Rohrschlangen. Oder ob wir das erst morgen machen können. Heute Morgen zum Beispiel wurde der Strom abgestellt, weil der Kunde jetzt natürlich auch Wartungen durchführt an seinem Transformator. Und deswegen haben wir jetzt auch, außer 2 Notlampen, haben wir keinen Strom mehr heute überhaupt. Deswegen muss man sehr flexibel sein und wir werden sehen, was heute noch so passiert. Das sieht ein bisschen dreckig aus. Diesen ganzen Kopf baue ich jetzt aus, sodass wir den uns anschauen können, wie sieht die vorne die Stauscheibe aus, wie sieht die Zündelektrode aus, ist irgendwas verbogen, ist irgendwas verformt. Und wenn alles in Ordnung ist, reinigen wir das ein bisschen und dann bauen wir es wieder zusammen. So. So, das ist das gute Stück, was die Flamme erzeugt, sozusagen. Wir injizieren hier kommt das Gas rein, hier unten, durch den Flansch, welches dann hier die Gasleitung widerspiegelt, sozusagen. Dann geht das Gas innen drinnen durch und tritt hier an dieser Öffnung, tritt das Gas aus und wird hier in dem Bereich mit Luft gemischt dann. Hier vorne haben wir dann die Flamme. So funktioniert dann praktisch diese Brennereinheit. Und zum Zünden haben wir hier das kleine Rohr, wo wir Gas injizieren, und haben wir hier eine kleine Diffusorscheibe, wo wir hier die Zündelektronen haben. Das ist dann beim ersten Mal starten, wird er hier durchgestartet. Und danach, sobald die Zündflamme an ist und die Flammenüberwachung sagt, hey, ich sehe die Flamme, dann wird das Hauptgasventil geöffnet und dann tritt hier das Gas aus, strömt um die Stauscheibe herum und entzündet sich dann hier vorne mit dem Luftgemisch. Und das ist eigentlich recht simple Technik, wie ein Brenner funktioniert. Und die Stauscheibe sieht noch wirklich noch zwar sehr verschmutzt, bisschen verrostet, aber sie ist nicht gerissen, was ich jetzt sehe. Und sie ist eigentlich noch im guten Shape. Sie ist zwar schmutzig, aber das Wichtigste ist, dass sie nicht gerissen ist. Wenn man von oben drauf schaut, sie ist auch noch wirklich gerade wie ein Messerblatt. Das ist in Ordnung, das können wir noch ruhig so lassen. Und als nächstes, wenn wir das jetzt draußen haben, mache ich das Lüftergehäuse, öffne ich und schaue mir das Lüfterrad an, ob wir dort irgendwelche sichtbaren Risse haben oder vom Rost, von dem Wasser, von der Feuchtigkeit irgendwelche Verrostungen haben. Und ja, hoffen wir mal, dass alles in Ordnung ist und wir jetzt nicht noch ein Lüfterrad tauschen müssen. Das werden wir jetzt sehen. Mir ist heute Morgen schon aufgefallen, als ich reingekommen bin, wo es sehr ruhig war, dass bei unserem Nothalteventil, das ist das grüne Ventil dort oben, dass dort das Magnetventil undicht ist. Das habe ich jetzt heute Morgen schon gleich ausgebaut. Das sieht so aus, das ist die Magnetventileinheit und die ist undicht. Das werde ich jetzt dann gleich dem Kunden nachher geben oder hier im Magazin nachfragen,
ob sie ein Ersatzteil hier haben. Wenn nicht, müssen wir eins bestellen aus Deutschland, weil das ist eine sehr wichtige Sicherheitseinrichtung. Und wenn das nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es sehr schlecht. Deswegen haben wir da jetzt schon das erste Teil, was uns aufgefallen ist heute Morgen, muss getauscht werden. An den ersten beiden Tagen geht es eigentlich wirklich darum zu sehen, Überblick verschaffen, alles grob einfach mal drüber schauen und anzuschauen und zu sehen, brauchen wir jetzt Ersatzteile hier, was jetzt normalerweise nicht auf Lager ist. Weil sowas zum Beispiel ist immer auf Lager, weil sowas kann kaputt gehen und ist ein Verschleißteil. Aber jetzt zum Beispiel so eine Ventilmembrane oder so ein ganzes Ventil dort oben liegt nicht immer bei den Kunden auf dem Lager leider. Und sowas müssten wir dann schnell per Deutschland ordern, über Deutschland, über die Firma ordern. Oder vielleicht sogar lokal hier dann beziehen, wenn wirklich Not am Mann ist, dass wir die Anlage wieder sicher in Betrieb nehmen können, am Ende vom Stillstand gehen. Daher schaue ich, dass wir das alles vorher schon managen und hinbekommen, dass wir sagen, hey, wir haben alle Teile da, wir rennen in keine Probleme rein, weil es wird auch sonst einfach nur unnötig stressig und das muss nicht sein. Deswegen gucke ich vorher schon mit dem Kunden, spreche ich ihn ab, dass wir alles wirklich haben. Und so habe ich es hier auch gemacht. Das Magnetventil hoffe ich, dass das da war, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, aber nobody's perfect. Sowas passiert auch mal. Das ist die Holzpresse hier. Die Holzpresse ist von Diefenbacher, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten. Wir haben Diefenbacher und Simpelkamp, das sind die beiden Hersteller für Holzpressen. Jeder kennt die Holzplatten, die wir zu Hause haben. Und das ist die Anlage, wo solche Holzplatten herkommen. Diese Anlage ist ungefähr 35, 40 Meter lang. Und durch diese Anlage werden die Holzplatten, wie sie jeder zu Hause kennt, hergestellt. Da ist es eine von 25 Anlagen oder 30 Anlagen, ich bin mir nicht ganz sicher, in den USA, welche Holzplatten herstellen. Und in Deutschland haben wir diese Anlagen genauso. Die Rohre kommen hier auch wieder unter den Metallböden, werden die Rohre verteilt von den vier Heizkreisen, die wir haben, werden durch den Metallboden verteilt und kommen dann hier vorne, wenn ihr ein bisschen weiter vorkommt. Seht ihr dann jeweils die Rohrleitungen? Wir haben vier Pumpenstationen gehabt. Pumpenstation 1, Pumpenstation 2 und weiter hinunter haben wir noch die anderen beiden Pumpenstationen. Das Öl wird dann durch die Pumpen in die Heizplatten hineingedrückt, womit wir dann das Holz mit dem Leim verkleben. Am Anfang haben wir, das Holz ist noch einzeln aufgeschichtet mit dem Leim. Und das wird dann durch den Druck, das ist ein sehr, sehr hoher Druck in der Holzpresse hier und durch die Wärme, durch das Thermalöl von uns, wird es dann der Leim aktiviert und dann verklebt. Und somit kommt dann am Ende eine fertige Platte heraus, die sehr stabil ist. Das ist der Kontrollraum, wovon die Anlage hier gesteuert wird, sowie die Thermalölanlage, die Presse, die Auflähung von den Platten. Das ist praktisch das Herz, wo alle Stricke zusammenlaufen und wo dann immer besetzt ist durch Operators, welche dann die gesamte Anlage bis runter hin steuern. Es sieht hier sehr, sehr futuristisch aus, haben sie schön gemacht beim Bau. So, ich habe mir jetzt ein Sicherheitsgeschirr angezogen, weil ich jetzt hier oben auf den Tank drauf muss, um einmal an das Ablassventil von dem Ausdehnungstank dranzukommen und dieses zu öffnen. Sowie dort hinten muss ich noch ein Magnetventil austauschen, daher habe ich mir jetzt einen Gurt angezogen und dann ja, geht es jetzt los. Wieder wie neu. Wunderbar. So, das war jetzt der erste Streich, der zweite. Folgt zugleich, jetzt gehen wir drüben ans Ventil dran, schrauben die Sicherheitskappe ab, dass wir dann das gesamte Tankvolumen vom Ausdehnungstank ablassen, in den Sammeltank unter mir, dass wir morgen dort eine Inspektion machen könnten von dem inneren Tank. Ich tue hier oben am Tank, wie viel Grad wir noch haben, ob wir es schon ablassen können oder ob wir noch ein bisschen warten müssen. Schauen wir mal.
Ja, die Temperatur ist noch viel zu heiß. Daher müssen wir jetzt noch warten mit dem Ablassen. Es wird jetzt noch mal 1 bis 2 Stunden auf jeden Fall dauern, bis wir das ablassen können, weil wenn es zu heiß ist, es ist nicht gut, wenn man das gleich dann vermischt. Und vorher möchte ich auch erstmal kontrollieren, dass wir unten am Sammeltank die Entwässerung mal aufmachen und kontrollieren, ob wir Wasser drin haben, bevor wir jetzt den Tankinhalt ablassen und dann das Wasser sich mit Öl wieder etwas mischt. Das muss ja auch nicht sein. Da wir hier eine geschlossene Anlage haben, das heißt mit einer Stickstoffüberlagerung, dürfte hier eigentlich auch kein Wasser drin sein. Bei offenen Anlagen gibt es eine Beatmungsleitung, da sich das Öl ja ausdehnt und wieder zusammenschrumpft während der Aufheiz- und Abkühlphasen, dann zieht er sich vor allem beim Abkühlen, zieht er sich Feuchtigkeit von außen mit Luft in den Tank hinein. Dieses kondensiert dann an den Tankwänden meist und sammelt sich dann unten in dem Sammeltank und dann haben wir Wasser unten drin. Oder wenn der Kunde einen Wärmetauscher hat für Warmwasser, wo er Warmwasser erzeugt oder einen Dampf erzeugt und dieser mit Thermalöl beheizt wird, kann es auch passieren, dass einer von den Röhrschlangen undicht wird, wo das Thermalöl durchströmt, für den Dampf oder Wasser warm zu machen. Und wenn dieses undicht wird, kann es passieren, dass sich Wasser durch diesen Riss in diese Rohrleitung hineindrückt und dann in der Thermalölleitung endet. Und dann haben wir Wasser in der Anlage und das ist sehr schlecht. Wasser und Thermalöl ist sehr, sehr schlecht. Man kennt es ja von zu Hause, man soll ja auch keine Fett- und Küchenbrände mit Wasser löschen, weil sich dann eine extreme Dampfwolke und Dampfvolumen bildet und dieses kann zu Explosionen und totaler Zerstörung führen. Daher schauen wir jetzt, dass wir das Schloss abbekommen. Das ist ein Supervisor-Schloss von einem Kunden, dass auch ja keiner das aus Versehen mal aufmacht. Da lasse ich jetzt einen Schlüssel holen. Dann tun wir den Flansch aufschrauben und kontrollieren mal, lassen mal 4-5 Liter raus und schauen, haben wir nur Öl oder haben wir nur Wasser oder was überhaupt rauskommt dann. Dann bis gleich. So, und es kommt nur Thermalöl raus, kein Wasser. Reines Thermalöl, kein Wasser. Also alles in Ordnung. Ja, jetzt sichern wir das wieder ab, weil es ein sehr kritisches Ventil ist. Wenn man das aus Versehen aufmachen würde und der Flansch lose wäre, würde man das ganze Thermalölraum hier in den Raum zerfließen lassen. Das wäre schlecht. Ja. The oil is still so warm. Also we can't drain it out at the moment for the fast housing flaps where we need to change the gasket. Okay. Because the guys didn't use the cool down in the morning. Yeah, I know. It was sitting by 400 when the power went off. Yeah. I got the tank, everything ready on the top that I can drain it off maybe today in the afternoon or latest tomorrow morning because okay. I don't want to put now the 300 Fahrenheit oil into this one here. It's okay, we get this then tomorrow, everything ready. And I want to go in a tank that we see if we have any buildup or debris okay. from the oil, or if it should be spotless clean since okay. the nitrogen blanket on. Yes. But I want to see if there is something in it. And I have also a gasket with me. Okay. So you don't need to use the US one okay. as well. I have one with me and then we open the top lid. Okay. We just need then kind of a... Well, no, we don't need a permit because I will not go in. I will just look from the top in. Okay. Then I will not need a confinement space permit. Otherwise, okay. we need to measure it free and everything, but that should be fine. Have that stuff if you need it. Yeah. But well, it depends how it looks. When it's dirty out yeah. of any reasons, then yeah, I need to go in. Okay. But when it's like we open the, yeah. pop the hood and see inside and it's spotless or it's clean, then it's enough to okay. check it with the flashlight and then I will close it again. Okay. Then it's fine. Okay. Then it's fine. So, yeah. And then the guys will start tomorrow on the gasket? I believe so, yes. Okay. So we drain it off then tomorrow into the drain tank with the connection there? I think if that's what you need. Yeah. Yeah. No,
also this is what they need. They need to hook up the hose to those fitting what they have over there, that we suck it down to get the oil level down, that they can open it without having 50 gallons of oils spilling around. So yeah, no, that's fine. Okay, sounds good. So, Plan für die Woche ist ready. Heute ein etwas kurzer Tag dann, da das Öl noch recht warm ist oder noch sehr heiß ist, noch übertrieben heiß ist, können wir heute nicht mehr arg viel machen. Ich gucke jetzt noch gleich ein bisschen im Programm, weil wir da noch ein paar Probleme hatten in der Vergangenheit im PLC-Programm mit dem Programmierer hier vor Ort. Und dann war es das eigentlich schon fast für heute und morgen kommen wir da ein bisschen früher rein. Dann lassen wir morgen den Tank ab, können morgen den Tank inspizieren. Der Kunde tauscht morgen noch in den Dichtungen drüben aus an der Transferleitung, welche undicht geworden ist leider. Das wird morgen einige Zeit dann dauern und danach tun wir in den Brenner mit einer Kamera hineingehen und uns die Ausbauung angucken, ob da irgendwas passiert ist, dass wir dann morgen Abend alles so weit wieder halbwegs zu haben, dass wir am Mittwoch dann alle Tests machen können, die Sicherheitstests, alle Sicherheitsdevices lösen wir aus. Wir schauen, ob sie richtig hier ankommen. Wir gucken, dass sie auch wirklich hier ankommen und nichts gebrückt ist oder gebrückt worden ist im letzten Jahr. Und dann haben wir Mittwochabend die Anlage wieder komplett betriebsbereit, wieder sogar ein bisschen auf Temperatur, weil der Kunde möchte gerne am Donnerstag wieder die Produktion anfahren und wir tun dann am Donnerstag, sobald die Produktion läuft, tue ich meine Abgasmessung mit dem Brenner machen, sodass ich den Brenner dann optimal einstellen kann mit der Verbrennungsgrenze und die Effizienz kontrolliere, dass wir wirklich so effizient wie möglich die Anlage wieder verlassen. Und das machen wir jedes Jahr, dass wir wirklich auch die Brennerkurve uns angucken, weil vielleicht hat sich ja was geändert oder es hat sich irgendwelchen Sachen geändert im Kamin, im Lüfter. Man weiß es ja nie. Vielleicht hat der Kunde den Frequenzumrichter ausgetauscht, ohne dass wir jetzt davon wissen. Vielleicht weiß der Ansprechpartner das dann auch nicht gerade wirklich. Aber spätestens dann werde ich sehen und merken, hey, irgendwas passt da nicht. Wir haben wesentlich mehr Luft, als wir letztes Jahr hatten. Also schaue ich, dass wir wirklich jedes Jahr nach Abschluss der Wartung und nach aller Inspektion den Brenner wieder starten. Und wenn der Brenner heiß ist und die Produktion wieder läuft und ich Lastabnahme habe, kann ich dann jede einzelnen Punkte auf der Brennerkurve anfahren und dann kontrollieren, wie sind meine Abgaswerte, wie ist mein O2, wie ist mein CO und wie ist mein NOx, wie sind meine Stickoxide. Und das werden wir dann nehme ich euch dann mit am Donnerstag, dann werden wir sehen, wie wir das am Display dann einstellen und dann ablesen von meinem Abgasmessgerät, was ich immer dabei habe. Und dann können wir das wieder sauber, effizient einstellen und wieder verlassen. Ich helfe den Jungs jetzt hier unten, das Öl abzulassen, dass wir die Leckage, wo wir vorhin gesehen haben, dass sie da die Dichtung tauschen können. Deswegen unterstütze ich sie nur gerade dabei, dass wir das Öl ablassen können.